Ich glaube, ich habe in den letzten 18 Monaten so ziemlich alles gemacht, was man in diesem Spiel machen könnte, aber niemals machen sollte. Und heute setzen wir dem Ganzen mal wieder die Spitze auf die Krone, indem wir nämlich hergehen und einfach mal ganz entspannt im Jahr 2000 oder halt meinetwegen auch 2023 oder 2024, was auch immer. Ich meine, Grenzen sind ja größtenteils korrekt. Hergehen werden und mit der Federal Republic of Germany unter damals noch Gerhard Schröder eine ganz besondere Challenge probieren werden. Und ich spiele tatsächlich heute nur auf regulär. Das hat auch einen ganz einfachen Grund. Ihr werdet es dann auch gleich verstehen. Oder nicht. Keine Ahnung. Naja, was wir heute machen werden. Ich gebe mir selber eine gewisse Vorbereitungszeit von entspannten 2 Jahren. Nach diesen 2 Jahren Vorbereitungszeit werde ich im Krieg liegen mit der gesamten Welt. Klingt im ersten Moment mal total bescheuert, aber willkommen bei der Krabbe, da ist es völlig normal. Und das Problem ist, dass Deutschland sowieso nicht die stärkste Nation in Hearts of Iron 4 ist. Also, ja, also 1936 schon, natürlich, aber 2000, naja, unsere Bundeswehr jetzt auch schon nicht mehr so auf dem goldenen Ast. Je später das wurde, desto schlimmer wurde es auch, ne? Aber ich habe nicht viel Hoffnung. Also wir können wirklich nur hoffen, dass wir möglichst schnell es schaffen, unsere Wirtschaft aufzubauen und eine gewisse Verteidigung aufzubauen. Wenn wir es nämlich nicht schaffen, strategisch wichtige Knotenpunkte zu verteidigen, zum Beispiel Flussüberquerungen und vielleicht sogar das ein oder andere Nationchen aus dem Krieg entfernen können, dann ist das hier ein relativ schnelles Video. Und ja, ich habe mich jetzt ehrlich gesagt schon 2-mal gefragt, warum ich mir das eigentlich schon wieder antue. Und beide Male habe ich mir keine ordentliche Antwort geben können. Also ich weiß es einfach nicht. Aber ich bin mir zumindest ziemlich sicher, dass YouTube oder Deutschland kein Problem mit dem Video haben dürften. Denn am Ende des Tages wollen wir, dass die gesamte Welt Deutschland vernichtet. Das ist ja was Positives. Ne? Also hier in Hearts of Iron 4 natürlich. Da habe ich irgendwas mit Angela Merkel gemacht. Huiuiui. Irgendwas mit Merkel? Ich glaube, die hat die CDU übernommen oder so. Nee. Mach keine Ahnung, scheiß drauf. Das Wichtigste für eine gewisse militärische Expansion ist natürlich die Ruhr-Area wieder zu beleben. Das Ruhrgebiet, ne? Wir ignorieren auch mal alles. Wir machen wirklich erstmal nur kompletten Aufbau unserer Wirtschaft. Politik, Bevölkerung, alles egal. Die Wirtschaft geht vor. Wobei, wenn ich die Wirtschaft, also die Industrie fördere, dann fördere ich auch die Wirtschaft irgendwie. Und was wir auch machen werden, wir werden tatsächlich keinerlei motorisierte Fahrzeuge erstmal bauen. Wir gehen komplett auf Artillerie, Waffen, Anti-Tank und Anti-Air. Also einfach deutlich günstiger zum Produzieren ist. 10 Jahre deutsche Einheit, ja. Ich bin sehr positiver Dinge. Ich habe noch circa 8-9 Monate vor mir, um mich vorzubereiten. Wir haben keine einzige neue Division rekrutieren können, weil wir einfach eine miserable Produktion haben. Das wären übrigens rein theoretisch meine Templates. Mein ist okay, wir haben eine miserable Organisation, wir haben ein bisschen Defense. Jede Menge Breakthrough, ein bisschen eher Hard Attack und so. Also an sich ist es gar nicht so schlecht. Organisation ist Trash und das Problem ist halt auch einfach, dass wir ja leider nicht so wirklich die Ausrüstung dafür produziert bekommen. Naja, wir haben jetzt unsere ersten 6 Divisionen, kommen dann auf 19. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Ich versuche es trotzdem, weil A, man weiß ja nie und B, ich weiß, dass die KI nicht so hell ist. War erstmal kurz gnädig mit mir selber. Die ganze Welt habe ich es nicht gemacht, weil es wäre Zeitverschwendung. Ich bezweifle, dass wir es trotzdem gewinnen. Okay, die sind etwas aggressiv. Hä, what the fuck? Sonst machen die doch auch immer nichts. Hau ab mit deinem scheiß Euro. Ja, ist klar, Digga. Ja. Wenn ich KI-Kriege machen würde, wäre Deutschland in 20 Jahren noch am Leben, weil die KI so strunzdämlich ist. Ja. Ja, damit bedanke ich mich bei euch allen fürs Zuschauen. Kleiner Spaß am Rande. Ich bin natürlich nicht für FGS. Also, was sind wir denn hier? Also, jetzt hör mal. Das Problem ist, dass unsere Wirtschaft viel zu schwach ist, um irgendwas zu stemmen. Damals war das viel besser. Deswegen würde ich sagen, in diesem Run haben wir wieder die Wirtschaft wie in alten Zeiten. Und was das auf gut Deutsch bedeutet, wir dürften jetzt eine deutlich bessere Produktion haben, was dafür sorgen sollte, dass wir zumindest eine anständige Armee ins Feld schicken können, sollten, theoretisch. Bei mir ist eine Praxis dann ausschaut, das werden wir sehen. Und das Ding ist, ich weiß ja noch nicht mal, ob das, was ich hier mache, überhaupt zu irgendwas führt. Kann sein, dass ich mich irgendwo auf dem Endenweg befinde. Aber das finde ich halt auch erst raus, wenn es dann soweit ist. Oder halt zu spät, je nachdem. Ich glaube, dass wir diesmal ein bisschen besser aufgestellt sind. Das ist halt nur die einzige Frage, die ich mir noch stelle. Sind unsere Infanteriedivision mit ihren Verteidigungsfertigkeiten stark genug gegen die Feinde oder nicht? Davon abgesehen, dass wir immer noch nicht alle Fronten abdecken können. Also selbst jetzt mit dieser deutlich stärkeren Armee, die wir hier haben, können wir immer noch nicht alle Fronten abdecken, weil ich habe auch neues Problem gerade entdeckt. Ich habe gar nicht genug Manpower, ja moin. Oder doch? Naja, es hat scheinbar genau gereicht.
glücklicherweise. Ja, dann schauen wir mal, ob es jetzt besser läuft. Ich habe immerhin mal, ja, 1,36 Millionen Mann im Feld. Dieses Mal liegen wir auch mit ein paar mehr Nationen im Krieg. Einfach mal, um zu gucken, wie es läuft. Greifen mich zwar nicht an, aber das Problem ist, sie schicken direkt so viele Truppen an die Grenzen, dass da drüben gar keiner mehr was zu essen finden dürfte. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das so gut ist, was hier passiert. Braucht auf alle Fälle mehr Bevölkerung. Müssen mehr mobilisieren. Immediately. Nicht euer Ernst. Die beginnen jetzt nicht wirklich mit Naval Invasions. Meine letzten Truppen ins Feld schmeißen, um die Naval Invasion abzuwehren. Haben sich Hamburg geholt. Vielleicht nehmen sie ja gleich den Herrn Scholz mit. Naja, also hier im Spiel natürlich nur. Dass der hier im Spiel nicht an die Macht kommen kann. Diese Katze zeigt Ihnen ihren Arsch. Und warum? Weil Sie den Kanal der Krabbe nicht abonniert haben. Damit Ihnen diese Katze ein freudiges Lächeln schenkt, drücken Sie jetzt auf Abonnieren. Zeigen freudiges Lächeln. Ja, genau. Super. Ah, okay. Iren sind auch noch gelandet. Sehr schön. Wenn ich jetzt einfach mal die Niederlande schnell überrumpel, weil die haben irgendwie keine Truppen da stehen, weil scheinbar will keiner die Niederlande verteidigen. Aber die Naval Invasion killt mich gerade komplett, ne? Aber komplett. Warum ist Hannover jetzt eigentlich die Hauptstadt von... Was ist das? Italien? Hannover ist die Hauptstadt von Italien geworden. Okay. Ah. Man gibt einen Fick auf meine Verteidigungslinien. Gut zu wissen. Ziehe mich mal zurück und bilde einen letzten kleinen Verteidigungskreisel im Süden der Bundesrepublik. Für euch sieht es aber nicht mehr so gut aus. Ich habe gesagt, zurückziehen. Nicht schlafen gehen. Ja, ich glaube, das geht nicht so gut aus für die. Ah, okay. Ja, meine Anwesenheit hat es eigentlich gar nicht gejuckt. Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Also Deutschland ist schon echt, echt unbrauchbar, ne? Also hier im Spiel. Aber ich habe noch ein paar Asse im Ärmel und wir spielen nur den nächsten aus. Wir sorgen dafür, dass die deutsche Bevölkerung ein bisschen motivierter ist, als sie es eigentlich wäre. Fast schon so auf Level 1936 motiviert wahrscheinlich. Deswegen stärken wir uns nicht viel, aber so um die Hälfte. Das sollte, glaube ich, relativ gut passen, um den Kampfeswillen der deutschen Bevölkerung hier im Spiel zu zeigen, die Welt zu erobern. Ich will ja wenigstens nur ein bisschen interessantes Szenario haben. Ich meine, dass man zweimal innerhalb so kurzer Zeit einfach weggeboxt wird, als ob man gar nicht existent wäre, das tut schon ein bisschen im Herzen weh, muss ich sagen. Da fühle ich mich persönlich schon ein bisschen gemobbt. Außerdem kann es ja mein deutscher Stolz hier im Spiel auch gar nicht einfach so hinnehmen, dass wir hier einfach so weggemobbt werden. Das Einzige, was mich halt mega langweilt, ist, dass wir jedes Mal alles wieder von vorne machen müssen. Das kostet so viel Zeit. Aber ich mach's. Alles für euch. Leute, ich mache alles für euch, so bin ich. So ist die Krabbe. Und ich danke euch für eure Unterstützung, eure Treue. Und deswegen an der Stelle ein extra fettes Dankeschön an alle Kanalmitglieder, die diesen Kanal jeden Monat unterstützen. Ein mega fettes Dankeschön an alle Leute, die in den Livestreams mit dabei sind und da Superchats da lassen oder halt auch hier Mitgliedschaften verschenken, die viele von euch zum Beispiel auch nutzen können, um diese Videos im Vorhinein zu sehen. Und natürlich auch ein fettes Dankeschön an alle, die sich die Videos anschauen, kommentieren, liken, bewerten. Ihr seid der Grund, warum ich das hier alles für euch mache. Und mir die Haare ausfallen lasse durch diese bescheuerten Projekte. Auch schön, dass ich mir jedes Mal die Mühe mache, Flugzeuge und Schiffe zu erforschen, die ich niemals einsetzen kann. Ein Problem haben wir einfach noch. Wir haben nicht genug Manpower und da habe ich noch keine Lösung für gefunden für das Problem. Ein anderes Problem, was wir noch haben, sind die Bundeswehr-Shortcomings. Gut deutsch gesagt, unsere Armee ist am Arsch. Aber das wussten wir ja auch damals schon. Das können wir irgendwo ändern hier. Fix the Bundeswehr, das wäre eigentlich enorm wichtig. Geht aber nur, wenn wir in einem defensiven Krieg sind. Ansonsten müssen wir den langen Weg wählen. Und das kostet mich so viel Zeit. Und Zeit ist bekanntlich Geld oder in unserem Fall Armee und Wirtschaft. Deswegen kann ich mir das aktuell noch gar nicht erlauben. Man hat auch keine Berater oder so, wo wir irgendwie nochmal extra Bevölkerung ziehen könnten. Mann, sind wir am Säckle. Ich habe gerade jetzt so wenig Bock, ne? Ich sag's euch ganz ehrlich, ich mache nicht mal mehr die Farben hier unterschiedlich oder gleich. Lass sie einfach so, wie sie sind. Nur damit ihr kurz versteht, dass ich nach dem vierten Mal jetzt hier schon bald keinen Bock mehr habe. Aber es wird alles gut werden, ich bin mir sicher. Wir haben übrigens auch keine richtigen Berater, die wir auswählen können. Es gibt keinen wie in anderen Nationen oder in anderen Mods, dass man einfach 50% mehr rekrutierbare Bevölkerung bekommt oder die Armee einfach 100% mehr Angriff und Verteidigung hat. Ne, gibt's nicht hier sowas. Also diesmal bin ich trotzdem etwas positivere Dinge. Das Einzige, was wir jetzt noch mit den verbleibenden Divisionen machen werden, wir werden diese zur Verteidigung der Küsten einsetzen. Da müssen wir eigentlich nur möglichst lange überleben und unsere Produktion ankurbeln, sowie die rekrutierbare Bevölkerung erhöhen und dann würde ich mal sagen, könnten wir eventuell was reißen. Vor allem dürfen wir eins nicht vergessen, je länger das Ganze geht, desto stärker werden wir. Die Zeit tickt quasi für mich. Der Tipp schaut aus wie ein Polizist, Christoph Munzlinger. Naja,
darf jetzt auf alle Fälle hier bei mir Polizist spielen und die Grenzen verteidigen hier am Meer. Die Wacht am Meer sozusagen. So, jetzt machen wir kurz die Militärreform. Wir rutschen jetzt gleich wieder in das Ragnarök, während der Euro eingeführt wird. Das ist eine gute Idee. Da haben wir nachher wenigstens gleich eine vereinte Währung, falls wir jemals gewinnen sollten. Ja, ich hoffe, der Anblick gefällt euch. Wir beginnen direkt wieder mit der Erhöhung unserer Bevölkerung. Und Luxemburg ist an uns gefallen. Immerhin etwas. Werden wir auch noch versuchen, die Tschechen nebenbei anzugreifen. Gucken wir jetzt quasi die schwache Nation an und greift die hier einfach an. Genauso wie die Niederlande. Ah, okay, direkt Friedensverhandlung mit Luxemburg. Sehr schön. Aber ich möchte auch nicht zu sehr angreifen, weil... Naja, es kann halt auch schief gehen, ne? Finde es auch toll. Voll nett, dass die hier alle sich nicht gegenseitig unterstützen. Kleiner Nachteil übrigens. Ich muss jetzt eine größere Küste verteidigen. Tatsächlich voll verpennt. Das bilden sich auch schon die ersten Bündnisse. Die Kanadianer, die Shanghaier und dann natürlich die Franzosen wieder mit ihrem einzelnen Ding. Ist an sich schlecht, weil sobald die Bündnisse beitreten, haben sie auch freies Durchmarschrecht. Und ja, okay, ich bin gerade vom... Wer hat mich ins Bündnis eingeladen? Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war irgendwas Arabisches. Warum ist eigentlich Prag nicht verteidigt? Frag nur für einen Freund. Ja, doch. Prag ist verteidigt, die haben sich nur versteckt. Immerhin sind sie sich auch alle einig, dass sie gegen mich in ein Bündnis wollen. Auch, ja, die Franzosen haben auch... Ja, natürlich die Briten und die Franzosen, klar. So viel zu meinem entspannten Sieg. Immerhin meine Hafenverteidigung funktioniert größtenteils. Das Problem ist, unsere Truppen kriegen die Briten nicht weg. Da, schaut euch das an. Die stehen einfach da, eingekesselt ohne Treibstoff, aber ich kriege sie nicht weg. An sich würde hier Trench Warfare viel Sinn machen, weil es einfach die Verteidigung mega bufft, aber ich gehe trotzdem Guerilla Warfare, weil, ja, aus Gründen. Und wieder einmal bewegen sich Hunderttausende, Millionen von Soldaten an die Grenze der Deutschen Bundesrepublik und die Briten hier sind weg. Ich finde es auch faszinierend, dass die Iren einfach Naval Invasions machen dürfen. Ich meine, wer erlaubt die? Oha. Wie viele Flugzeuge wir abschießen, geil. Na, trotzdem, wer erlaubt den Iren hier eigentlich zu landen bei mir? Was soll der Scheiß? Warum genau greifen die mich jetzt an? Also ich frage für einen Freund. Und vor allem, warum ist das nicht grün? Warum ist das rot? Mein Freund würde gerne wissen, warum es rot ist. Mehr Defense. Überall Defense. Ich bräuchte viel mehr Truppen, um meine Grenzen zu verteidigen. Also Naval Invasion technisch haben sie mich zum zweiten Mal jetzt hops genommen. Weil ich nirgends Truppen abziehen kann. Wenn ich hier irgendwo Truppen abziehen könnte, würden sie mich überrennen. Habe aber 37 Divisionen in der Ausbildung gehabt. Die schicken wir jetzt einfach mal mit zum Helfen verteidigen. Oh, by the way, die Maschine gerade ganz entspannt durch meine Länder rein durch. Falls es irgendwen interessieren sollte, wenn nicht, dann lasst einfach sein. Und unsere Truppen sind doch einfach zu schwach. In der Sekunde, wo die landen, kriege ich sie nicht mehr weg. Ah! Ja, und dann... Brechen sie trotzdem hier auch wieder durch. Ach, es ist zum Kotzen, echt. Wir müssen das Ganze irgendwie anders angehen, keine Ahnung. Scheinbar ist Deutschland so nicht dafür bestimmt, im Jahr 2000 den Krieg zu gewinnen. Ja, so Krieg schon, aber scheinbar kein Ragnarök. Aber ich will einen Ragnarök mit Deutschland gewinnen. Das frustet mich. Ist so cursed. Schaut euch diese Provinzen an in den Friedensverhandlungen. Hört auf, ey. So, Freunde, jetzt kommt der wahrscheinlich letzte Tag. Ich weiß es nicht, wir gucken mal. Zum einen habe ich was gegen die Performance-Probleme gemacht. Die sind halt relativ groß bei solchen Modern-Day-Mods. Ich habe dafür gesorgt, dass China die ganze Welt erobert hat. Und, weil ich eine Ehrenkrabbe bin, hat China alles Kerngebiete bekommen. Die haben einfach eine potenzielle Manpower von irgendwie so 3 Milliarden oder so. Und dazu kommen x-tausende Fabriken, Ressourcen, dass es mir die letzten Latschen aus den Socken zieht. Und die werden mit uns den Boden aufwischen, dass mir schlecht wird. Aber das sorgt immer dafür, dass die ihre ganzen Truppen an unsere Grenzen schicken können und es deutlich weniger Bugs und Performance-Probleme gibt. Ich gebe mir jetzt statt 2 allerdings 3 Jahre der Vorbereitungszeit. So fair bin ich zu mir selber. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir es dieses Mal besser hinbekommen. Ist auch gerade gekommen. Ich bin hier gerade ganz fleißig am Konvois bauen. Ich frage mich nur, für was? Ich meine, China hat die gesamte Welt erobert. Der einzige Grund, warum sie uns noch nicht erobert haben, ist, weil wir es nicht wert waren, erobert zu werden. Doch, das wird sich ändern, sobald wir stark genug sind. Dann sind wir ein würdiger Gegner für die chinesische Kriegsmaschinerie. Ja, ich habe mir eine Story überlegt. Hab letztens gehört, man soll seine Zuschauer mit spannenden Stories abholen. Ich hoffe, ich habe euch abgeholt und ihr sitzt nicht weiterhin an der Bushaltestelle. Hab mich jetzt tatsächlich trotz allem für Grand Battle Plan entschieden, also der große Schlachtplan. Das gibt uns so viele Verteidigungsboni, dass ich doch lieber das mitnehme. Wie wir mit dem Bevölkerungsproblem klarkommen, ich weiß es noch nicht. Ich glaube, man kann in der Mod auch coren. Notfalls machen wir das halt über Compliance. Und weil die es nicht verstehen, ja, wir werden halt einfach Gebiete coren, wenn wir die, wenn es Gehorsam hoch genug ist. Und ich meine, am Ende des Tages kämpfen wir ja dann gegen einen gemeinsamen Feind, ne? Wer auch immer das sein könnte. Ich weiß es nicht. Irgendjemand sollte der Krabbe sagen, dass die Chinesen an unseren Grenzen stehen. In großen Massen.
Mein großer Krieg steht bevor, meine Freunde. Wir sollten uns in Kampfbereitschaft versetzen. Man stelle sich vor, die würden jetzt einfach mir den Krieg erklären. Die haben sogar Schiffe gebaut. Ich hatte irgendwie gehofft, die haben keine Schiffe. Das heißt, die können auch Naval Invasions machen. Eine weitere Sache, die ich in Betracht ziehen muss, leider. So, der Kollege hier darf natürlich auch nicht fehlen. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, aber er bringt uns auf alle Fälle in der Woche 500 Mann. Die neue Stasi klingt auch sehr vertraut. Beginnen wir jetzt nebenbei mit der Befestigung deutschen Staatsterritoriums. Wir werden keinen Millimeter nachgeben. Nicht mal ein Millimillimeter, Millimillimillimilli. Dann stelle sich vor, ich würde das einfach hier irgendwo in der Region vergessen, wie so ein Trottel, der ich bin. Oh, nationale Volksarmee, das klingt nice. Das klingt auch sehr juicy. Aber wir versuchen jetzt die Bundeswehr zu fixen. Das wird die letzten Probleme lösen. Wir schaffen es leider nicht mehr ganz in Time, aber immerhin haben wir es trotzdem dann, wenn es gut geht noch. Meine Freunde, hier spricht eure geliebte Krabbe. Wir müssen kämpfen gemeinsam gegen eine unfassbare Übermacht chinesischer Soldaten, die versuchen, die letzte Bastion von Freiheit, Ehre und Zusammenarbeit zu stürzen. Doch, vertraut mir, wir werden siegen. Und wenn wir nicht siegen werden, habe ich mir schon lange einen Bunker gebaut und keiner weiß, wo er ist. Und deswegen kämpft nicht für mich, sondern für euch, denn keine Angst, mir geht's gut. Und viel Glück und haut rein. Das ist auch schon passiert, die hinterhältigen Republik auf China haben uns den Krieg erklärt. Ich habe jetzt nicht gerade 2 Stunden meines Lebens damit verschwendet, dass ich innerhalb von Sekunden überrannt werde, oder? Mein Manpower-technisch ist nicht so unwahrscheinlich irgendwie zu gewinnen. Verluste sind halt auch brutal auf chinesischer Seite. Ich sollte vielleicht eine andere Taktik wählen, glaube ich. Ganz Deutschland zu verteidigen wird wohl so nicht funktionieren. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass unsere Lager so gut mit Ausrüstung gefüllt sind, dass wir die Chinesen möglichst lange zurückschlagen können. Und da ist sie wieder, die nächste Kriegserklärung. Jetzt sind wir natürlich ein bisschen kleiner aufgestellt. Mal gucken, ob es dieses Mal funktioniert. Leider sind die Forts natürlich jetzt nicht fertig. 6 zu 85.000. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich glaube, hätten wir die Forts früher gebaut, dann hätten wir wieder weniger Wirtschaft gehabt. Und das ist alles so... Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Wir haben einfach 1500 Defense. 1500. Und die juckt es nicht. Diese 1500 Defense fresse ich zum Frühstück. 20.000 zu 2. Also 10er KD ist super, wirklich. Mit 10er KD kann ich super leben. Und wir haben die Bundeswehr gefixt, was auch immer das wert sein soll. Na gut, 25% mehr Organisationen sind schon eine nette Sache. Ich meine, die haben ja nur 1200 Divisionen, ne? Das ist ja nix. Oh. Ja, moin. Die haben eine halbe Million Mann verloren. Ich kann schon gar nicht mehr sprechen vor Wut. Trotzdem nehmen sie uns komplett hops. Egal, was ich mache, egal, was ich versuche, es scheint einfach nicht gelingen zu wollen. Das wird mein letzter Versuch. Wir machen jetzt Kindergartenmodus. Das muss doch irgendwie möglich sein, dass Deutschland die Welt erobert. Das gibt's doch nicht. So, das ist der letzte Versuch. Wenn es dieses Mal wieder nicht klappt, dann können wir mich alle mal freundlichst am hinteren Hutschnurbereich lutschen. Und wir machen es dieses Mal auch tatsächlich anders. Wir haben jetzt so viele Produktionsboni, wir gehen dieses Mal nicht den Infanterieweg, sondern den mechanisierten, motorisierten Infanterieweg. Denn da braucht man deutlich weniger Manpower. Falls euch übrigens wundert, ja, ich habe immer noch keine Truppen. Das mit den Truppen hat nicht ganz so gut funktioniert. Hilfe! Am Ende des Tages sind wir aktuell schwächer als das letzte Mal, aber ich habe Hoffnung auf alle Fälle und so. So, also wir haben jetzt insgesamt 1,8 Millionen Mann im Feld. Alles schwer ausgestattete Infanteriedivisionen. Das sind die Jungs hier mit einer entspannten Defensive von 500, Softattack 150, also alles Trash eigentlich. Ich hoffe, dass wir dieses Mal etwas besser in der Lage sind, gegen die chinesischen Wellen Bestand zu halten. Ansonsten ist mir das auch irgendwann wurscht. Ich finde es aber schön, dass wir tatsächlich sogar nicht Angriffspakt akzeptieren würden. Und so beginnt es auf ein neues Jahr Dragon Awakened. Ja. Und dieses Mal habe ich sogar Forts gebaut. Ja. Hängt auch damit zusammen, dass wir unfassbare Bauboni haben. Und scheinbar wirkt es. Die greifen mich nämlich gar nicht erst an. Aber gut, ist mir recht, habe ich mehr Zeit. Jetzt sind meine Grenzen so gut geschützt. Das erste, was passiert, eine Public Naval Invasion geht mir auf den Sack. Ich habe keinen Bock mehr. Wir können dich wieder nicht abwehren. Leute, ich weiß nicht, was die hier mit mir treiben. Ich weiß nicht, was die für Einheiten haben, aber das ist doch unnormal. Übrigens in der Zwischenzeit kommunistisch geworden unter so einem Herrn Köbele. Stimmt, wieder vergessen, meine Truppenstärke zu erhöhen. Also die Chinesen haben scheinbar Angst vor uns, haben auch ein bisschen weniger Truppen als letztes Mal. Ich würde einfach mal gucken, was unsere Armee so wert ist. Wir klicken mal auf Offensive. Ja. Ja, okay. Das sieht jetzt erstmal ganz gut aus auf den ersten Blick, ja. Verluste 43, ja, das mit den Verlusten ist tatsächlich ein Problem. Wir verlieren relativ viel Leute. Wir verlieren zu viel Leute. Wir erobern gut. Das sieht sehr schön aus, aber wir verlieren zu viel Leute. Leute, die haben uns in der Falle gestellt. In der Sekunde, als wir angegriffen haben, haben die Truppen gepumpt. Wir haben einfach 200 Divisionen mehr.
Haben alle an die Front geschickt und starten jetzt Gegenoffensiven. Die haben uns hart hops genommen. Das ist verdammter Betrug. Yo, ich greif. Yo, das ist. Das ist jetzt blöd. Angriff ist ja gut und schön, aber in so einer Situation nehmen sie mich jetzt gerade ein bisschen hops, die Herren hier. Ob wir das nochmal rumreißen können? Ich meine, die Offensive lief super. Bis auf die Tatsache, dass die Verluste halt horren sind. Ich geb's auf, echt. Es scheint wirklich so, als ob in Hearts of Iron 4 2023 oder 2000 einfach kein Sieg für Deutschland möglich ist, als Ragnarök. Ja, ich mache mir gerade einen Spaß draus, einfach Richtung Mittelmeer zu pushen. Ausrüstung ist ja schon wieder alles komplett rot. Wir haben auch komplett Red Air. Wir reden hier über hunderte Flugzeuge pro Region. Dazu kommt, dass sie noch viel mehr in Reserve haben. Wir reden ja um die 30.000 Flugzeuge, die haben, gegenüber meinen 0. Ja, und jetzt geht's ganz, ganz schnell. Unsere französische Front ist gefallen. Das ist schade. Die sind einfach zu stark. 1936 hat man einfach ein paar Vorteile. Dadurch, dass man halt relativ stark wirtschaftlich ist, sich gut aufbauen kann, gegenüber den anderen Nationen noch ein paar extra Regionen bekommen kann und die anderen Länder halt relativ schwach sind oder halt auch einfach zu weit weg oder einfach keinen Bock haben. Und hier hast du das Problem, egal, wenn du jetzt alle Länder nimmst, dann kommen einfach Millionen Soldaten, das Spiel crasht und wenn du das so machst wie ich jetzt hier, dann sind die einfach auch so zu stark. Also es ist egal, was du machst. Es scheint wohl nicht so zu funktionieren, wie ich mir das vorgestellt hätte. Wenn ihr Ideen habt, wie man das vielleicht doch mal schaffen könnte in Zukunft, dann lasst mir gerne einen Kommentar da. Dann schaue ich mir das in Zukunft gerne nochmal an. Ansonsten gebe ich mich jetzt hier tatsächlich geschlagen. Wünsche euch auch noch einen schönen Tag. Und nicht vergessen, keine Krabben essen.